Das Herz der Bankenwelt. Durch die Finanzkrise erschüttert, hatte sich die Wall Street gerade wieder beruhigt. Jetzt schlug die Nachricht vom jüngsten Goldman-Skandal ein wie eine Bombe. Es traf viele Investoren völlig unvorbereitet. Die Reaktionen waren negativ. Niemand weiß, ob es ein langer Gerichtsprozess wird oder ob es eine Einigung geben kann. Die Zentrale von Goldman Sachs. Die heutigen Quartalszahlen der Bank übertrafen alle Erwartungen. Doch ihre Aura der Unbesiegbarkeit ist ramponiert. Anlagebetrug lautet der Vorwurf aus Washington, unweit vom Capitol Hill. Hier sitzen die US-Börsenwächter der SEC. Ihre Klage gegen Goldman Sachs ging ohne Vorwarnung nach New York. In Finanzkreisen heißt das Todeskuss. Der mutmaßliche Wertpapierbetrug funktionierte so. Goldman Sachs verkaufte Hypothekenpapiere auf Immobilien. Die Anleger vertrauten der Bank und hofften auf eine Wertsteigerung. Sie ahnten nicht, dass dieser Mann, John Paulson, extra anfällige Papiere auswählte und auf ihr Scheitern wettete. Sein Hedgefonds verdiente damit Milliarden. Goldman Sachs täuschte die Anleger und kassierte die Gebühren, meint die Börsenaufsicht. Die Anleger wurden bewusst getäuscht. Sie glaubten, die Wertpapiere seien von einer unabhängigen Partei ausgewählt worden. Goldman Sachs reagiert scharf. Auf ihrer Internetseite teilt die Bank mit: Die Vorwürfe der SEC entbehren jeder Grundlage. Wir werden energisch dagegen vorgehen und das Ansehen der Firma verteidigen. In ihrer Klageschrift benennt die Börsenaufsicht auch ein deutsches Opfer. Die Mittelstandsbank IKB. Sie allein soll 150 Millionen Dollar verloren haben. Jetzt prüft die Düsseldorfer Bank Ansprüche auf Schadensersatz. In diesem New Yorker Bezirksgericht soll der Prozess stattfinden. Der Fall SEC gegen Goldman Sachs, ein günstiger Moment für US-Präsident Obama. Er will die Banken stärker regulieren. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich die Geschichte wiederholt. Niemals wieder sollen amerikanische Steuerzahler für die Fehler der Wall Street einstehen müssen. Also dieser SEC-Bericht hätte nicht zu einer besseren Zeit kommen können. Es werden sich wenige Leute jetzt mit guten Argumenten gegen eine Reform stellen können. Wir gehen davon aus, dass Obama die nötigen Stimmen bekommt und dass sogar eine Reform in relativ kurzer Zeit jetzt durchkommt. Zum ersten Mal seit der Finanzkrise spürt die Wall Street die strafende Hand des Staates. Egal wie die Richter entscheiden, das Vertrauen in das Finanzsystem wurde einmal mehr erschüttert.